Hallo und herzlich willkommen bei School Talks, der Online-Talkshow von Schülern für Schüler. Mein Name ist Levan Bo, viele sagen auch Prime zu mir. Der Gast, der jetzt gleich zu uns sprechen wird, der wurde mit 16 Jahren vor die Entscheidung, musste eine wichtige Entscheidung treffen. Bleibt er zu Hause oder zieht er weg? Und er hat sich dafür entschieden, wegzuziehen, hat versucht, sich selber sein Leben, seinen Lebensunterhalt zu verdienen mit unterschiedlichen Dingen, zum Beispiel mit Messerwerfen oder mit Jonglieren, hat im wahrsten Sinne des Wortes überlebt, ist ein Überlebenskünstler, ist mit einem Bus und mit einem Freund durch Europa getingelt, ein halbes Jahr lang. Begrüßt bitte mit mir ganz herzlich Marco Pyro Merz. Mit 16 Jahren, das war so das entscheidende Alter, hat sich bei dir sehr viel verändert. Erzähl mal, wie war es bei dir? Du kommst aus Hamburg und was ist da gelaufen? Genau, also mit 16 war ich, wie ihr vielleicht auch nachvollziehen könnt, nicht besonders gut in der Schule, hatte nicht viel Spaß an der Schule, hatte auch ziemlich viel Angst vorm Leben oder wusste nicht, was überhaupt passieren soll in dieser Zeit, wenn ich mal erwachsen bin. Und meine Mutter unserer Familie ging es finanziell nicht besonders gut und war vor die Entscheidung gestellt, entweder viel mitzumachen im Haushalt oder Geld für die Miete zu bezahlen. Und ich habe mich dann überrumpelt gefühlt, weil keiner meiner Kumpels das machen musste aus meiner Klasse und habe mich dann entschieden auszuziehen. Das war ein großer Schritt. Du bist dann komplett raus aus dem Elternhaus und musstest dann darüber nachdenken, wo kommt das Geld her, um Essen zu kaufen oder wo wohnst du? Und das sind alles... Genau, na, ich wurde, also es war Ende 16, ich wurde dann 17 und war dann für Wohnprojekte damals in Hamburg für Kids zu alt, weil ich gesagt habe, du bist ja bald schon erwachsen, bald 18 irgendwann. Ja. Irgendwie hat das nicht geklappt und für Jobs war es ja auch ähnlich, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber und dann bin ich so reingerutscht in Pflegedienst, habe im Pflegedienst angefangen zu arbeiten. Das heißt, du hast alte Leute gepflegt? Alte und psychisch Kranke, genau. Was natürlich sehr hart war und sehr, hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass das so unangenehm ist, aber gleichzeitig war es auch total positiv, weil es einfach darum ging, Leuten zu helfen. Und ich selber halt klein und arrogant und ängstlich war und dann auf einmal konfrontiert war mit Leuten, die am Ende ihres Lebens stehen. Also es waren ja, die meisten waren ja wirklich, hatten ihren Lebenspartner verloren. Männer sterben meistens früher, es waren meistens Frauen, die kurz vorm Tod standen. Und mit denen dann auf einmal so umzugehen, wenn man 16 ist, 17 ist, das war schon... Hast du das auch miterlebt, dass jemand gestorben ist in dem Krankenhaus? Ja, also einmal ist sogar jemand fertig gemacht, Windel gewechselt, kam immer ziemlich viel raus an allen Körperöffnungen. Alles fertig, Bett fein gemacht und dann habe ich sie so ins Bett gelegt und in dem Moment ist sie gestorben. Also das war echt krass. Das war in dem Moment, wo ich sie so im Arm hatte, war sie auf einmal tot. Und das hat man wirklich gemerkt, dass so das Leben aus dem Körper rausgeht. Das war echt krass. Also das war sehr intensiv für mich und habe dann natürlich schwer meine Einstellung zum Leben überlegt und überdacht und bin dann drauf gekommen, was alle diese alten Leute gesagt haben war, oh, wissen Sie und so, hätte ich doch damals, also es war immer wie dieses hätte. Das war dann für mich, hat sich so in mein Hirn gebrannt und ich habe gesagt, das will ich eigentlich nie sagen. Du kannst jonglieren, das heißt, du kannst Dinge in die Luft werfen und eine Show draus machen, oder wie? Früher konnte ich das mal, ja. Okay. Wollt ihr das mal sehen? Ja. Würdest du uns mal das zeigen, wie das geht? Ja. Wie denn? Wir brauchen dazu irgendetwas, was man jonglieren kann. Habt ihr Handys da oder... Ah, so ein Zufall. Wir haben zufälligerweise hier genau drei leere Flaschen unter dem Stuhl. Wir nehmen es ja ehrlich. So, zwei haben wir schon, eine dritte. Genau. Also nicht vergessen, das ist etwas, womit man eine Reise durch ganz Europa finanzieren kann. Erstaunlich. Marco zeigt. Damals sahen die Flaschen schön noch anders aus. Aber es war so das Konzept. Da haben wir dann immer irgendwelche bizarren Geschichten erzählt. Lass liegen. Und dann haben wir alle möglichen akrobatischen Sachen auch noch geübt.
Und weil wir zu zweit waren, auch so wie die Flasche auf meiner Nase, habe ich dann, ich war der Leichterere, bei meinem Kollegen auf der Schulter gestanden, was echt nicht leicht ist. Mussten wir lange für üben. Und so. Das hast du dir also selber beigebracht, oder wie? Ja. Das heißt, du warst jetzt nicht im Zirkus oder so oder Artisten aus. Also so im Park abhängen und jonglieren war eigentlich. Das waren dann eigentlich deine allerersten Auftritte gewesen vor einem Publikum, oder? Genau. Was waren denn so die schönsten Momente gewesen auf deiner Reise durch Europa in dem Bus? Ganz verschiedene. Also es gab natürlich sehr schöne Momente, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir krasse Leute getroffen haben. Waren irgendwo, wir haben in diesem Bus geschlafen und haben gesagt, wir werden niemals auf den Campingplatz gehen, weil wir erstens die Kohle nicht hatten und zweitens auch keinen Bock hatten auf diesen Campingplatz-Style, den ganzen Kartoffeln, die da rumhängen. Und haben dann gesagt, wir gucken einfach nur, dass wir irgendwo wohnen, und haben dann ziemlich schnell herausgefunden, wenn man in der Stadt ist, ist es praktisch bei Friedhöfen zu sein, da ist ruhig, da kann man nachts schlafen, da gibt es frisches Wasser auf dem Friedhof, wir müssen da auch irgendwas. Im Friedhof habt ihr geschlafen? Nein, also beim Friedhof geparkt, da sind meistens auch keine Parkgebühren erhoben. Und auf dem Land waren wir dann auf dem Land, also wir sind auf Feldwege gefahren und das war, also meine Mutter hat gesagt, als ich wiedergekommen bin, wir waren ein halbes Jahr unterwegs, ich sah noch nie so gesund aus. Und also wir haben da nicht geraucht und nichts getrunken, auch weil wir auch kein Geld hatten dafür. Und auch, also der Fokus war ganz anders. Wir haben uns ja selber so ins kalte Wasser geschubst mit dieser Aktion, weil wir hatten überhaupt keine Ziele. Ja. Damals gab es kein Internet, geschweige denn Handys. Es war so, okay, wir fahren jetzt, was, keine Ahnung. Okay, da gibt es irgendwie Österreich, Schweiz, da sprechen die Deutsch, aber dann. Irgendwann bist du dann auch wieder zurückgekommen nach Deutschland, bist dann irgendwann auch nach Berlin gegangen. Und du hast dann viele Jahre vom Auflegen gelebt. Du hast dann Platten aufgelegt, Hip-Hop und Reggae-Musik. Ne? Aber du hast auch eine handfeste Ausbildung dann irgendwann. Ich kann ja nicht immer rumreisen auf der Straße und so, gibt ja auch Winter und solche Sachen. Und hab dann gedacht, ich kombiniere das mit Pyrotechnik, weil wir damals auch Feuerspucken und so einen Quatsch gemacht haben. Und Pyrotechnik, da habe ich mich dann zu entschieden, in Kombination mit dem Jonglieren, um damit genug Geld zu verdienen. Was waren denn so die schönsten Feuerwerke, die du gemacht hast, die dir am meisten Spaß auch gemacht haben? Also super fand ich früher immer, ich komme ja eigentlich aus Hamburg und da fließt ja die wunderschöne Elbe, der Fluss, mittendurch. Und wir hatten ganz viele Feuerwerke, die wir vom Wasser geschossen haben. Das heißt, du kommst mittags hin, baust deine Bomben auf und das ganze Zeug, aber auf dem Schiff. Die wurde da rausgezogen, angeankert und dann haben wir vom Wasser aus geschossen. Das war immer ganz toll. Womit verdienst du dein Geld heute, Marco? Also jetzt durch ganz viele verschiedene Sachen. Pyrotechnik mache ich nicht mehr so oft, unter anderem auch durch diese Vorfälle da. Das ist schon noch ganz interessant ab und zu, aber nicht mehr als Beruf, nicht zum Geld verdienen. Ich habe jetzt durch diese Musiksache, von der du da gesprochen hast, wir haben ein kleines Studio inzwischen in Berlin und da werden Hörbücher produziert oder Musik produziert und da bin ich grob involviert und das bringt mir zum Beispiel Geld. Dann mache ich viel Theater, was du vorhin erwähnt hast. Also wir spielen mit Puppen und machen Puppentheater mit Kids und Erwachsenen und auch teilweise für Erwachsene auch. Yeah. Gibt ja verschiedene Konzepte. Und so, also verschiedene Sachen. Ich lege ab und zu auf. Also es ist echt so, okay, gucken, was passiert, was kommt. Verdienst du sehr viel Geld, Marco, mit dem, was du machst? Nicht viel, aber genug, sagen wir mal so. Also ich bin echt dankbar, dass ich seit 99 bin ich selbstständig, habe seitdem keinen normalen Job mehr gemacht. Also ich bin in keinem Angestelltenverhältnis seit der Zeit und mir geht es hervorragend. Ich habe keine großen Konten, aber mir geht es total gut. Wie viel Geld braucht man denn, um glücklich zu sein, deiner Meinung nach? So viel, um alle Kosten decken zu können und nicht nur davon zu leben, sondern auch Sachen zu machen, die einem Freude bringen. Wir bedanken uns für deine Einblicke in deinen Beruf, in dein Leben und wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Theaterprojekten, mit deinen Projekten allgemein. Du bist ein Überlebenskünstler und ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass du weiterhin das Glück findest, was du suchst. Vielen Dank, dass du da warst, Marco. Danke.